Hallo, du möchtest das SRF im Ausland empfangen, egal ob Fernsehen oder Radio, Livestream oder die Mediathek. Ich zeige kurz, wie das funktioniert und woran das liegt, dass das im Ausland nicht funktioniert. Du kennst das dann vielleicht. Man ist hier beim Livestream und aus rechtlichen Gründen steht dieses Video nur innerhalb der Schweiz zu verfügbar, steht da. Und auch in der Mediathek, wenn man hier irgendwelche Medien auswählt, steht da, aus rechtlichen Gründen ist dieses Video nicht verfügbar. Woran liegt das? Das liegt an Internetzensur bzw. Geoblocking, was ganz gern für Medien benutzt wird. Da wird quasi erkannt, dass du dich gerade nicht in der Schweiz befindest bzw. dich nicht über die Schweiz im Internet eingewählt hast und dementsprechend wirst du blockiert. Also jede Website kann quasi sehen, von wo aus du im Internet bist. Dein Internetanbieter sieht übrigens alles. Es gibt ja in Deutschland, in Europa, das Thema Vorratsdatenspeicherung für x Monate. In der Schweiz gibt es, glaube ich, Anbieter, die speichern das bis zu 6 Monate. Da gibt es Zeitungsartikel, kannst du mal googeln. Und die speichern dann alle Verbindungen, alle Webseiten, die du besuchst und so weiter und so fort. Finde ich persönlich etwas beunruhigend. Eine Lösung dafür ist ein virtuelles privates Netzwerk, also virtuell in dem Sinne, dass du kein Kabel bis nach in die Schweiz verlegst, um jetzt das Schweizer Fernsehen zu nutzen. Ich habe da auch einige Anbieter unten in der Beschreibung, einfach auf mehr ansehen klicken und dann siehst du die ganze Liste, die werde ich auch regelmäßig aktualisieren. Auf dem Telefon gibt es da hier ein Pfeil, um die Beschreibung zu sehen. Ich zeige das am besten einfach mal. Ich habe hier auf Windows habe ich ExpressVPN installiert. Das ist mein bevorzugter VPN-Anbieter. Da gibt es Apps für alle gängigen Betriebssysteme und für alle Telefone, also iPhone, Android, Samsung und so weiter und so fort. Du kannst es selber selbst auf dem WLAN-Router installieren oder einfach nur im Browser oder auf der PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV und so weiter und so fort. Also gibt es für alle. Kostet etwas. Ich komme auf kostenlose VPN-Anbieter etwas später zu sprechen. Ich benutze ExpressVPN. Hier gibt es auch Pakete nur für einen Monat. Kann man dann ausprobieren und dann selber entscheiden, ob man das mag oder nicht. Also wenn man jetzt nur im Urlaub ist und man möchte hier das Fernsehen gucken, dann kann man das nutzen. Aber es hat auch viele andere Vorteile, wie gesagt. Also jetzt, achso, hier kann ich dann auswählen, in welchem Land ich eingeloggt werden möchte. Also wenn man in der Schweiz ist und man möchte deutsches Fernsehen gucken, kann man sich in Deutschland einwählen. Hier gibt es 4 Einwahlpunkte. Wenn man englisches Fernsehen gucken möchte, gibt es ganz viele Einwahlpunkte. In den USA, wenn man amerikanisches Fernsehen, amerikanische Serien im Original direkt in den USA schauen möchte, kann man sich in den USA einwählen und so weiter und so fort. Und ich habe hier schon die Schweiz ausgesucht. Hier gibt es 2 Einwahlpunkte. Und jetzt sage ich einfach verbinden. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich verbunden bin, ist meine komplette Internetverbindung sicher verschlüsselt und keiner kann sehen, was ich im Internet mache. Und wenn ich auch ein privates Browserfenster öffne oder meine Browserdaten hinterher lösche, dann kann hinterher keiner mehr sehen, was ich gemacht habe. Also das heißt, mein Internetanbieter kann viel speichern, aber alle Daten sind verschlüsselt, von daher kann keiner mehr etwas sehen. Aber ich bin auch in der Schweiz jetzt im Internet. Und das heißt, ich kann Schweizer Medieninhalte sehen. Wie man sieht, jetzt kann ich das Live-Fernsehen Kalle, benutzen. einfach nur, es nimmt jetzt einfach Ich um. kann nicht allzu viel zeigen, sonst bekomme ich Probleme mit dem Urheberrecht bei YouTube. Wie gesagt, hier habe ich auch eine Sendung, die war im Ausland nicht verfügbar und jetzt plötzlich funktioniert das. Ich weiß nicht, wieso diese Sendungen irgendwie im Ausland nicht verfügbar sind, aber es ist halt so. Und viele andere Sendungen und auch andere TV-Sender sind halt außerhalb der Schweiz nicht sichtbar bzw. blockiert mit einer Geoblockade. Andere Vorteile von einem VPN, außer dass man halt zensierte Inhalte und geoblockierte Inhalte umgehen kann. Wie gesagt, es gibt, ne, wenn man US-Netflix-Inhalte
in Europa nutzen möchte, geht das damit quasi auch. Der Hauptvorteil ist eigentlich, dass man viel sicherer und verschlüsselt im Internet surft, weil Internetanbieter oder die eigene Firma, wenn man sich übers Firmen-WLAN ins Internet einwählt, können nicht sehen, welche Seiten man da so alle benutzt. Wi-Fi-Hotspots sind ohne eigene Verschlüsselung auch nicht so sicher. Deshalb macht es da auch Sinn, auf dem iPhone oder ja, je nachdem, womit man dann den Hotspot benutzt, dann eine VPN-Verbindung zu benutzen. Und mit ExpressVPN und vielen guten VPN-Anbietern kann man dann halt auch mehrere Geräte gleichzeitig benutzen, ohne Datenbeschränkung. Es gibt keine Datenspeicherung. Also in der Schweiz werden anscheinend auch Daten gespeichert. Hätte man nicht geglaubt, ist aber so. Einfache Installation auf allen Geräten, habe ich ja gerade schon gezeigt. Also hier gibt es die Apps für alle Geräte. Und nur ein Hinweis, was mich zuerst gewundert hat, wo ich dann angefangen habe, mit VPNs zu arbeiten und immer mit VPN ins Internet gehe, dass Google und Facebook dann manchmal neugierig werden oder aufmerksam werden, dass man plötzlich halt in einem ganz anderen Land sich ins Internet einwählt. Und da gibt es dann halt eine Sicherheitsabfrage, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Weil man übermittelt halt insgesamt kaum noch Daten oder keine Daten mehr. Ist ja alles verschlüsselt. Und man ist dann plötzlich in einem anderen Land. Und da überprüfen halt viele Webseiten, ob das alles rechtens ist oder ob da jetzt jemand versucht, den Account zu hacken. Also nicht wundern. Ist ganz normal, wenn man sich plötzlich von der anderen Seite der Welt ins Internet einloggt und dann irgendwie Google und Facebook nutzen möchte, ja, fragen die halt nach, irgendwie so, ist das jetzt okay, richtig so, dass du plötzlich in einer Sekunde die Welt umrundet hast oder ist da was faul? Kostenlose VPNs, wie man sich denken kann, eine Internetverbindung in vielen Ländern anzubieten und ihr habt ja gesehen, bei ExpressVPN gibt es extrem viele und selbst, wie gesagt, in einzelnen Ländern ganz viele Zugangspunkte. Das kostet natürlich und wenn man meint, das gibt es irgendwie kostenlos, irgendwo ist da immer der Haken und es gibt dann viele Methoden, wie kostenlose VPNs dann so ein Netzwerk bereitstellen oder wie die das dann zu Geld machen. Also zum einen sind kostenlose VPNs meist langsam, die funktionieren bei vielen Seiten nicht, die enthalten oft Spam-Software und Spionage-Software und dann ist dann der Browser plötzlich voller Spam. Dann fragt man sich, ob man wirklich da Geld gespart hat. Oder die eigene Internetverbindung wird dazu benutzt, um andere Leuten den Zugang ins Internet in dem jeweiligen Land zu ermöglichen. Und wenn die dann irgendwas Illegales machen im Internet, dann gibt es dann vielleicht Probleme. Und im schlimmsten Fall kann man sich für Hacker angreifbar machen, irgendwie, weil viele kostenlose VPNs nicht besonders sicher sind und auch nicht verschlüsselt. Also VPN heißt nicht gleich verschlüsselt, aber alle guten VPN-Anbieter verschlüsseln natürlich. Dann, wie gesagt, bezahlte VPN-Anbieter, die haben halt schnelle Server, Zugangspunkte in ganz vielen Ländern, keine Datenspeicherung, beste Verschlüsselung, unbegrenzte Datenübertragung und funktionieren halt auch bei Premium-Seiten und haben auch einen Kundensupport, falls es mal nicht funktioniert oder falls man ein Problem hat, kann man da dann jederzeit fragen. So, falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und ich hoffe, du kannst jetzt das SRF im Ausland empfangen, egal wo du gerade bist. Viel Spaß dabei!